In der Nacht zum Freitag hat in Leipzig ein leerstehendes Haus gebrannt. Ein Unbekannter soll das Gebäude angezündet haben. Laut Polizei sei kurz vor 1 Uhr eine Person am Brandort in der Demmeringstraße gesehen worden. Es handelt sich um ein erdgeschossiges Objekt in Größe von ca. 30 x 15 Meter. Relativ leer, aber der Dachstuhl und das gesamte Dach sich was trotzdem voller ausdehnen. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden. Der Flachbau brannte dennoch vollständig nieder. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.